Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, ihr könnt ihr jetzt mal sehen, weil ich kaufe momentan nur noch Autos im Auktionshaus. Ja, den habe ich gerade ersteigert für 165.000 Credits. Und ist alles noch Serie, kein Tuner, also keine Lackierung und nichts. Alles Serie und kostet normalerweise 300.000. Also haben wir 140.000, 135.000 Credits gespart. Ja, und den wollen wir jetzt natürlich auch wieder fahren. Ja, den gibt es aktuell, das ist eben, ich habe lieber zwei davon. Und falls man den nochmal gewinnt, kann man den auch wieder für 160 verkaufen, dann hat man ihn geschenkt bekommen. Und so haben wir ihn jetzt aber auch schon. Ne? Den kann man momentan für Forsaton-Punkte kaufen. Den hier. Dieses. Mal gucken. Ja, hier wird es ihn jetzt nochmal geben. Genau. Ja. So. Den haben wir im letzten Let's Play gefahren. Und den GTR werden wir uns auch noch holen. Ja. Ihr seht ja, der kostet normalerweise 300.000. Also da kann man wirklich viel Geld sparen im Auktionshaus. So, steigen wir ein. Ich hoffe mal, wenn wir jetzt gleich von der Automesse vom Hof fahren, dass das nicht ruckelt. Sonst muss ich das ganze Spiel nochmal neu starten. Aber ich glaube, das wird funktionieren. Ah, schade, wir können die Motorhaube nicht aufmachen. Ja, das kann man nicht bei jedem Auto leider. Den hätte ich gerne gesehen. Vielleicht bei Forza Motorsport 7. Aber er hat wenigstens einen Linkslenker und ich denke mal, er hat auch einen km/h-Tacho und keinen Meilentacho. Das sieht man jetzt hier schlecht. Aber man kann das ja ranzoomen. Ja, der Wagen ist legendär. Das ist mir, glaube ich, mehr Punkte in der Autosammlung. Ja, schmeißen wir ihn mal an. Geiler Sound. Ja, und den fahren wir jetzt natürlich im Kolossos. Serie natürlich. Wir können ihn in Gelb lassen, aber eigentlich hätte ich ihn gerne in einer Herstellerfarbe. Müsste ich hier gehen. So, das sind die Herstellerfarben. Ja, wir werden ihn auf jeden Fall in diesem Rot nehmen. Und wir machen jetzt kürzere Folgen. Die letzten beiden waren ja so um die 15 Minuten lang. Und ja, das Ziel ist Level 20 zu werden und dann schalten wir nicht das Kolossos, sondern das Goliath rennen, glaube ich, frei. Da können wir dann noch mehr Kohle und noch mehr Erfahrung sammeln. Ja, und wir halten uns bei der Kohle. Wir haben immer noch fast 3,6 Millionen. Gut. So, jetzt dürfte es eigentlich nicht ruckeln. Das hat immer nur bei dem Haus, wenn man vom Haus längere Zeit im Haus war und vom Hof gefahren ist, hat das immer geruckelt. Jetzt glaube ich hier nicht. Wunderbar. Ja, das Kolossos. In 400 Metern links abbiegen. Oi. Abbiegen. Ja, er fährt sich auf jeden Fall komplett anders als der Mercedes.
Ja, ein kleiner Mikroruckler. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Dein Ziel erreicht. Ja, und was ich jetzt mal als allererstes machen werde, wenn ich das Video hochlade, ich werde es jetzt gar nicht mehr mit Format Factory machen, weil dann habt ihr die gleiche Grafik, so wie ich das hier zocke. Ich habe das jetzt sogar mal mit 25.000er, sogar mit 30.000er Bitrate gemacht und es ist immer noch nicht so original, wie ich es jetzt hier habe. Deswegen werde ich das komplett ohne Format Factory hochladen. Ja, sind ja auch kürzere Folgen und dann dauert das halt so eine halbe Stunde, ist das Video hochgeladen. In Originalqualität. Weil das solltet ihr dann schon auch genießen können. So. Alles klar. Ja, und es sind jetzt zwei neue Abonnenten auf meinen Kanal gekommen. Grüße euch herzlich. Freut mich sehr. Haben wir jetzt genau 111 Abonnenten. So, schauen wir uns mal die Startaufstellung an. Ja, also er ist so um die 50 Leistungspunkte schwächer als der Mercedes, den wir vorher gefahren haben. Alles klar. Das müsste Profi sein. Bleiben wir auch Profi. Auch wenn wir nicht Erster werden, aber das ist eine gute Schwierigkeit. Ein bisschen verstopfte Nase. Bin aber nicht erkältet. Ja, er hat ein bisschen, also er fährt sich nicht ganz so gut wie der Mercedes. Hat nicht ganz so gute Traktion. Aber er hat auch nicht so ein breites Fahrwerk. Er fährt sich ein bisschen schwieriger.
Aber wir fahren ja auch nur mit ABS und ohne Traktionskontrolle, sonst wären wir einen Tick schneller. Wie auch im letzten Rennen, wieder beide, die beiden da vorne setzen sich schon ein bisschen ab, aber da haben wir gut bekommen hier. Wunderbar. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier mit dem auf 300 kommen. Ich schätze mal nicht, aber mit Mercedes sind wir ja auch nur auf 295 gekommen. Aber wir sind schon am ersten dran. So. Ja, 290. 6 km/h langsamer. Ah, hier ist er sehr leise im Cockpit. Aber hier sieht man den Tacho auch gar nicht richtig. Gerade noch mal gut gegangen. Ich hatte die Bremse noch mal gelöst. Vorsichtig. Wo ist er? Der hat mehr Topspeed. Der Continental Bentley. Ja, haben wir noch geschafft. Ja, er ist schon langsamer als der Mercedes. 6 Minuten 15. Also ich glaube, da waren wir mit dem Mercedes so um die 10 Sekunden schneller. Aber das ist auch normal. Gehen wir bestimmt wieder ein Wheel Spin. Level 80 jetzt. Ne, 79. Mal sehen, ob wir Glück haben. Glaube schon. Ja. Ja. 140 bis 160.000 hätte ich eigentlich ein bisschen lieber gehabt, aber so haben wir wieder ein Auto, ein Klassiker, den wir so noch nicht hatten. Ist auch gut. Ja, und ein Fähigkeitenpunkt. Da können wir jetzt an und für sich nochmal in die Automeisterung reingucken. Gleich ist das im Let's Play auch beendet. Moment. So, hier war das. Ach, die hat er natürlich schon benutzt. Hier oben gab es 300.000, ne? Ja, okay, bei dem geht das auch. Das ist eben das Problem, wenn man die aus dem Auktionshaus kauft, denn ja, ich hätte das nicht gemacht, dafür habe ich noch andere Autos.
Aber der Wheelspin, der ist uns leider verloren gegangen. Ja, wir könnten natürlich jetzt hier auch schon drauf gehen und dann für einen Wheelspin, das lohnt sich aber nicht. Aber das ist egal. Ja, würde ich sagen, beenden wir hier das Let's Play und dann kaufe ich gleich noch den Mercedes oder ein anderes Auto, was man so, ab 160.000 momentan gibt es viele Autos. Ja, und dann fahren wir natürlich wieder das gleiche Rennen hier, bis wir Level 20 sind, machen wir das. Ja, alles klar, meine lieben Freunde. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.